aus allen Winkeln der Fußballwelt pilgern dieser Tage Fans und Fußballbegeisterte zur Weltmeisterschaft nach Deutschland, freuen sich auf diese Veranstaltung. Und vor allen Dingen die deutsche Auswahl dürfte vor heimischer Kulisse hoch motiviert sein. Schließlich haben unsere Spieler die einmalige Chance, im eigenen Land zum vierten Mal Weltmeister zu werden. Nach 1954, 1974 und nach 1990. Angesichts der 31 Top-Teams, die sich neben Deutschland für diese Endrunde qualifiziert haben, dürfte das allerdings ein schwieriges Unterfangen sein. Sicher, die Unterstützung der deutschen Fans könnte unsere Spieler beflügeln. Andererseits ist natürlich auch der Erwartungsdruck hier im eigenen Land enorm hoch. So, die Fans im Stadion sind bereit. Los geht's, freuen wir uns auf eine spannende Begegnung. Niko Kovac, er kann den Ball in Ruhe annehmen. Ja, das ist eine Augenweide, wie der an dem vorbeigeht. Unglaublich, was der für eine Übersicht hat. Und dann dieser Ball. Francesco Totti. Oh, da geht es ja mal ein Risiko ein, hinten in der Verteidigung, auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Gattuso. Ja, und das zeichnet ihn aus, dieses Zweikampfverhalten. Und schon hat er den Ball wieder. Ivan Leko. Oh, das Zweikampfverhalten, allererste Sahne. Und Totti. Erstklassiges Zuspiel. Zieht die Flanke nach innen. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Ja, und quasi zum Start dieser Partie gibt es gleich einen Eckball. Das könnte eine gute Chance werden, wenn er jetzt flankt. Gut, dass er per Kopf da war. Das war eine brenzlige Situation. Ja, steht er im Abseits, aber das ist nicht so schlimm. Er war ohnehin gut markiert, wäre nicht weit gekommen. Ja, das sind ja diese berühmten Zentimeter-Entscheidungen. Hier gibt es Abseits, aber das war natürlich hauchdünn. Pirlo. Ha, wunderbar gesehen. Ja, sie machen hinten die Räume ganz eng. So, jetzt hat er den Zweikampf gewonnen und jetzt sucht er einen Mitspieler. Camoranesi. So, und damit sind sie wieder im Ballbesitz. Babic. So, jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Ja, da sieht man, der Abwehrspieler kann das Spiel lesen und kommt prompt in Ballbesitz. Gilardino. Ja, wenn der Gegner den Ball so leichtfertig verliert, dann nimmt ihn halt die andere Mannschaft. So, den Ball hat er sich jetzt im Mittelfeld erobert, findet er eine Anspielstation. Totti am Ball. Camoranesi. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Pirlo. Pirlo. Jetzt können wir mal durchatmen. Einwurf. Pujo. Ja, und das ist doch ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch. Und er setzt sich durch. Zambrotta. Pirlo. Und jetzt drängen sie nach vorne. Camoranesi. Das ist jetzt die Chance. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht. Nesta. Ja,
Ja, da geht er energisch in den Zweikampf, aber alles sauber, alles in Ordnung. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Prima, wie sie sich den Ball zurückgeholt haben. Und jetzt hat er die Möglichkeit. Der Ball ist im Tor aus und das gibt Ecke. Der Ball segelt in den 16er. Ja, und aus dieser Position haben wir ja schon einige gefährliche Einwürfe gesehen. Schauen wir mal in die Mitte, da stehen schon die an die Latte. Babic. Simic. Niko Kovac. Klasnic. Und da kommt die Flanke mit viel Effet. Pirlo. Ivan Leko. Pirlo. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Zambrotta. Camoranesi. Totti. Pirlo. Gattuso. Pirlo. Oh, da hat er die Fingerspitzen noch angebracht, aber die Situation ist noch nicht bereinigt. Simonic. Babic. Babic. Tolle Flanke. Und mit solchen Flankenbällen kannst du natürlich keine Abwehr aus den Angeln heben. Gattuso. Pirlo. Francesco Totti. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Die Abwehr steht gut. Da gibt es überhaupt kein Durchkommen. Ja, die Situation ist noch nicht bereinigt. Auch wenn er mit den Fingerspitzen dran war. Früh gestört und den Zweikampf für sich entschieden. Camoranesi. Und das ist Kopfball, aber den Ball hat der Keeper. Das ist ja fantastisch, wie gut die Torhüter drauf sind heute. Also wirklich beide sehr gut. Babic. Niko Kovac. Und jetzt muss er sich überlegen, wen kann er jetzt anspielen? Gattuso. Ein gutes Tackling, ein faires Tackling. Und so schnell geht das im Fußball. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Ja, das sieht gut aus. Achtung, der Ball ist noch heiß, obwohl er mit den Fingerspitzen klasse noch den Ball zunächst geklärt hat. Gattuso. Klasnic. Niko Kovac. Ivan Leko. Niko Kovac. Tja, schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber es war wohl abseits. Und den Ball spielt er aus der Abwehr heraus. Und Totti. Guter Spielzug. Jetzt hat er die Situation geklärt. Jo. Babic. Simonic. Niko Kovac. So, wir haben noch kein einziges Tor gesehen heute. Und die erste Halbzeit neigt sich schon ihrem Ende zu. Und jetzt heißt Abwehr aufgepasst. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. Ecke. Zambrotta. Die Flanke kommt in die Mitte.
Klasnić. Die ersten 45 Minuten enden somit torlos. So, der Schiedsrichter bittet zum Pausentee. Sebastian, wie fandst du es denn bislang? Nach diesem müden Mittelfeldgeschiebe in den ersten 45 Minuten kann man nur hoffen, dass die zweite Halbzeit besser wird. Minuten gab es Pause für die Spieler und jetzt kann es losgehen mit der zweiten Halbzeit. So, eine Halbzeit ist vorbei, aber es ist noch reichlich Zeit. 45 weitere Minuten stehen uns noch bevor. So, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Ja, da dürfen sie den Ball natürlich nicht verlieren. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Ivan Leko. Simic. Totti am Ball. Srna. Simic. Und hier wieder der nächste Flankenball. Ja, da geht er ganz auf Nummer sicher. Und kann er den Ball nach innen ziehen. Und die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Ivan Leko. Das hat er gut gesehen. Tja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Gattuso. Niko Kovac. Ivan Leko. Da hat er den Ball schlecht abgeschirmt, hat ihn gleich wieder verloren. Peugeot. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert. Gattuso. Pirlo. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hochkonzentriert. Niko Kovac. Ja, da hat er gut aufgepasst. Francesco Totti. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Camoranesi. Ja, da grätscht er in den Ball rein, aber alles im sauberen Bereich. Peugeot. Babic. Babic. Diese Abwehr macht heute fast keiner was vor. Er gewinnt den Zweikampf. Oh, das sieht gut aus, hat nur noch einen Verteidiger vor sich. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Ivan Leko. Srna. Ja, schön, da lassen sie den Ball laufen. Abgewehrt, jetzt müssen sie nachsetzen. Den Ball weit nach vorne gepasst. Ja, das hat er gut eingeschätzt. Babic. Ivan Leko. Tja, und im Mittelfeld haben sie im Prinzip keine Sekunde Zeit zum Atmen. Werden gleich unter Druck gesetzt. Klare Sache für den Schiedsrichter. Freistoß. Ein brutales Foul, das eindeutig mit einer Karte hätte bestraft werden müssen. Ja, und der dreimalige Weltmeister Italien hat sich den vierten Titel als Ziel gesetzt bei dieser WM. Klasse Zweikampf und dabei noch fair. Srna. Ivan Leko. Robert Kovac. Ivan Leko. Babic. Ja, wenn man es dem Abwehrspieler so leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Zambrotta. Gut gemacht. Ball erobert und jetzt ab in die andere Richtung, sprich in die Offensive. Ivan Leko. Niko Kovac. Simonic.
Ah, klasse Aktion. Und Totti. Tja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Immer noch kein Tor. Italien möchte jetzt den Bann brechen. Jo. Ivan Leko. Mein lieber Mann, was für ein Zweikampfverhalten. Camoranesi. Gutes Tackling im Mittelfeld. Ja, Fehlpass, da hat der Verteidiger aufgepasst. Klasse, wie er den spielt. Jetzt hat er den Platz. Toni, ganz schwacher Schuss und weit über das Tor. Ja, da hat er nur noch Beine gesehen um sich herum, aber er versucht wenigstens noch den Torschuss, aber keine Gefahr. Der Trainer wechselt aus. Ivan Leko. Srinner. Simic. So, jetzt hat er Platz. So, jetzt kann er sich im Prinzip einen Mitspieler aussuchen. Sind genug frei. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Und der Schiedsrichter belässt es nicht bei einem Freistoß und zeigt auch noch die gelbe Karte. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht mir völlig in Ordnung. Achtung. Gilardino. Klasse Abwehrarbeit. Wunderbarer Pass. Camoranesi. Pirlo. Totti am Ball. Jo. Camoranesi. Klasnic. Ein Tackling wie aus dem Fußballlehrbuch. Camoranesi. Toni. Gilardino. Gattuso. Und Totti. Und daraus könnte sich jetzt etwas entwickeln. Gattuso. Oh, den Ball hat er sich förmlich vom Fuß geangelt. Klasnic. Tja, immer noch kein Tor. Und der Schiedsrichter schaut auf seine Uhr. Und es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis er abpfeift. Cannavaro. Francesco Totti. Pirlo. Ja, da stimmt das Timing nicht. Das Duell des Stürmers. Kopfball und dann kommt der Torhüter mit der Parade. Genauer gesagt mit den Fingerspitzen. Srinner. Und der Schiedsrichter beendet die Begegnung. Gewonnen hat keiner. Unentschieden das Ergebnis. Und das lässt beiden im Prinzip alle Hoffnungen für den weiteren Turnierverlauf. Das war nicht der Sieg, auf den der Trainer gehofft hatte, aber es war eben auch keine Niederlage. Das Auftaktspiel der Gruppenphase endet unentschieden. Es ist noch alles offen und beide Mannschaften können in den nächsten beiden Spielen zeigen, was sie hier wirklich drauf haben. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.